Shalom, Leute. So, jetzt mal ganz anders angefangen. Da meine Let's Play Aufnahmen aus sind, muss ich mir was überlegen. Frage der Frage, ich weiß, also, es sieht alles so unmachbar aus. Kräfte messen könnte ich vielleicht schaffen. Was ich auf jeden Fall schaffe, ist Mörserbike. Das ist nun wirklich kein Problem. Ja, oder Reaper. Bin mir nicht sehr, also wir machen jetzt mal Mörserbike. Die Mission ist aber zu einfach. Aufgehende Sonne. Auf dieser Insel sind mehrere Raumschiffe abgestürzt als in sämtlichen Science-Fiction-Filme zusammen. Das sollten wir uns zunutze machen. Wir empfehlen Ihnen dringend, ständig in Bewegung zu bleiben. Wenn Sie es mit Vera, dem Liebling der sowjetischen Widerstands, aufnehmen, da die Sowjets in der Region der Präzision und Verlässlichkeit ihrer mit anderen Worten, Augen nach oben. Wir brauchen unsere großartigen Überwachungssysteme nämlich gar nicht. Und zu wissen, dass sie keinen Wert darauf legen, von den Sowjets mit deren Weltraummüll beworfen zu werden. Start. Ja, diese Mission ist nun wirklich nicht schwer. Braucht nur ein paar Hubschrauber und schon ist die Sache gegessen. Also, macht euch nicht zu große Hoffnungen. Willkommen im orbitalen Wiedereintrittssektor. Sie sind doch wohl einverstanden mit unserer Teilmüllentsorgung bei Ihnen. Und ja, sicher. Kein Problem. Also ja, wir können ganze Karte sehen und die wird Mörserbikes bauen. Wir werden auf unsere Striker VX setzen, die uns so einige Mal gut geholfen haben. Aber wenn ich Glück habe, schaffe ich das halt alles in einem Part. So. So. Wahrscheinlich noch mal eins. Da ich das jetzt machen kann. So. Der Gute wird nämlich ja noch kein Dings bauen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Unzureichende Mittel. Was wir machen sollten, ist schnell eine Mech-Plattform. Zielpunkt erfasst. Denn der wird mit den Mörserbikes nicht lange fackeln. Die werden kommen. Da. Da sind schon die ersten. Ich brauche zumindest ein einziges Fahrzeug. Deswegen ein bisschen Beeilung. Ach, das hier können wir ja schon gleich verkaufen. Ich setze nicht so viel Wert auf die Kasse. Auch komm, bitte schneller. Nicht so lange warten. Ach, die Scheiße rollt schon an. Der eine ist jetzt schon explodiert. Und der zweite ist explodiert. Boah, ist das ja. Ja, hier fällt nämlich das ganze Zeug vom Himmel. So, wir bauen mal drei Stück von denen. Und dann machen wir schon gleich nächste Deckerweiterung. So, den lassen wir jetzt mal einfach mal ein bisschen rumballern. Hierdurch werden wir nicht fliegen. Das wäre einfach nur Selbstmord. Wir werden hier einfach hier außen rumfliegen und die Typen da vernichten. Ganz leicht, unkompliziert. Er wird jetzt zum Bullfrog nicht helfen. So, der verfolgt man dieses Ding. So. Ich glaube nicht, dass der MiG-Fighter baut oder so. Das hätten wir auch mit den Alliierten geschafft. Und die Jet-Tangos können die so gut verfolgen, deswegen. Oh ja, ich habe Angst. Oh. Ich glaube schon, ich könnte echt verlieren. In irgendein Universum. Upgrade abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Transportiere. Großrechnerkern. Das Ding hier wollte ich einfach nur zum Dings Verteidigung mal einfach nur sicher erstmal halber aufbauen. Bereite Kernstationierung vor. Wir bauen jetzt einfach hier vier Turmkerne. Generatorkern bereit.
der baut sich schon auf. Das ist schön. So. Oh, bisschen weg. Oh, Treffer. Gut so. Wird das heute noch was? Den. So. Eins, dann nochmal zwei. Wir brauchen nur vier Turmkerne und dann bauen sie einfach unsere Armee auf. So. Nehme ich noch zwei hier unten. Ja, jetzt nehme ich nur diese paar Bullfrogs. Die werden es aber nicht so groß aufhalten. Also, ich bezweifle das. So. Turm, da können wir mal verkaufen. Ich weiß, das sieht jetzt alles sehr, sehr durchdacht aus, aber nee, ist es nicht. Oh. Diese Schweine. Gut, dann. Echt, ignorieren die mich einfach. Oh, ich muss sagen, diese Mörser machen doch schon einen heftigen Schaden. Das sind ehrlich gesagt blöde Gegner. Finde ich. Weil sie ja einfach hier von Entfernung schießen. Finde ich halt ein bisschen, naja. Kaputt. Nur weil kein Strom war. Ich hasse das, wenn man keinen Strom hat und dann Verteidigung rein plötzlich ausfällt. So. 1, 2, 3. Bei den ersten 6 greifen. Dann setzen wir auch hier oben Schläfer im Tal ein. Wenn die Mörser weggefahren sind, natürlich. So. Ja, die Artillerie schießt wirklich so weit. So, wir warten einfach mal, bis sie weg sind und dann... Lol, die kommen aus der Kaserne raus. Ja, dämlich. Ja, müssen wir viel zerstören. Wie viele Rohrstoffeln sind noch drin? Boah, das reicht. Per passt auch perfekt hier. Naja. Diese paar Bullfrogs erhalten uns schon nicht auf. Wäre der Knüller hier. Aber wir fliegen ja nicht durch die Mitte, das wäre einfach nur Selbstmord. Denn diese blauen Teile, die blauen Kugeln da, die auch mal ab und zu runterfallen, die sind wirklich tödlich. Ich bin nicht überzeugt. Kann ich noch einbauen mit genügend Saft? Anscheinend nicht. Die kommen auch nicht weit. So. Wichtigste, Bauhof zerstören und dann die Waffenfabrik. Funktioniert nicht wirklich wie erwartet. Brauchen noch mehr Spiker VX. Hm.
Ja, aber das war's auch schon eigentlich fast ganz in der Raum hier. Das Ding kann ich mal entfernen. So. Hier war hier also noch eine Raffinerie. Lol, da fliegt einfach so ein Riesending runter. Ey, die brauchen wir auch ziemlich lange, muss ich sagen. Ich wünsche, die könnten sich selber reparieren. Wann kommt der mal raus? So. Nee, Quatsch. Wegpunkte. Hier. 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 Da. Damit er nicht einfach in die da hineinfährt. Einfach nur aus dem Prinzip. Weiter geht's. Mehr baut er aber nicht. Der Ding ist fast zerstört, dann zerstören wir einfach das. Oder der geht zum Angriff, finde ich auch ganz gut. So. Nächster Angriff. Wenn die ungefähr eine Hälfte durch sind, dann setze ich die mal ab. Ungefähr jetzt. So, bitte kommt doch mal. Macht nicht so lange Fackeln. Furchtbar. Ich hoffe, die fallen jetzt direkt in die Bomben hinein. Aber man kann ja nicht alles wollen. So, wir machen das selber einfach nochmal. Wichtigste ist halt, dass das MBF verschwindet. Und dann die Waffenfabrik halt. Komm schon. Jetzt hier das. Kommt. So, nächstes 2K. Eigentlich sollte ich lieber nicht von unten gehen. Nachdem von wo er die Teile abstürzen. Einfach mal beobachten, ob der da was schickt oder nicht. Er kann ich auch die. Naja, kann ich zerstöre ich am besten gleich die Kaserne. Dann komme ich hier mit Mesha-Tingos. So, wir brechen das gleich mal ab. So. So, der Haufen fährt jetzt da lang. So. Die Dinger fahren jetzt mal hier rüber. Und der Sack baut wirklich noch ein MBF. Ich hoffe jetzt irgendwo im Wasser. Verdammt. So. Wo fährt er hin? Ich wünsche, die würden mich angreifen. Wo fährst du hin, mein Freund? Fahr ruhig irgendwo unten hin. Ey, das zerstören und dann dich doch mit dazu. Der wird, glaube ich, ein bisschen doof, oder? Der weiß nicht wirklich, was er tun soll.
Egal, wenn er nichts macht, ist es mir auch. Ist es mir auch recht. Besser noch, wenn er reinfahren tut. Besser noch auf die Soldaten drauf. Oder auf die Fahrzeuge. Auch nicht schlecht. Wichtig sind das und dann die Kaserne. So, jetzt die Kaserne. Komm. Unterbrochen. So. Abgebrochen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Der da weiß jetzt, wo er hinfährt. Wird gebaut. Sehr gut. Dann werden wir den mal gleich abfangen. Ja, wenn er nicht weiß, wo er hin will, dann ist es mir auch okay. Auch nicht schlimm. So. Warten wir noch die Mischertank aus und dann zerstören wir die eine Basis da oben. Unzureichende Mittel. Weil wir nehmen die Mischertank aus ganz einfach. Wieder den 2. So, wir fangen den hier einfach ganz einfach ab. Ganz, ganz einfach. Die Hubschrauber erledigen den Rest. Oh, da schickt er seine letzten Mörserbikes. Besser noch diese ganzen Bullfrogs entfernen. Oder hier die Dinger. Die Flak Trooper. So. So. Die zerstören mal die Bullfrogs. Komm schon, man zerstört den Bullfrog. So. So. Liefern wir hier hin. Die zerstören die mal. Den letzten Mörserbike. Vielleicht nicht. So. Wir fliegen gleich hier hin und zerstören einfach alles. Und so macht man das. Vielleicht nicht gerade beste Taktik. Aber es ist, naja, eine Taktik. Zwar nicht die beste, aber es ist eine. So. Weg mit den Reaktoren. Und zurück. Wie viel Glück geht der Reaktor kaputt. Also noch einer. Null Toleranz. Der Typ schießt einfach nicht weiter, obwohl der keine Energie braucht. Nur Munition. Das finde ich so unlogisch hier in den Dingern. Wenn man keinen Strom hat, dann schießen die einfach nicht. Weil ihm langweilig ist oder wie. Das finde ich eigentlich, gibt immer keinen Sinn. So.
Der positioniert sich zwar immer so, dass er schießen will, aber er tut es irgendwie nie. Verstehe ich nie. So. Und so kriegt man auch Einheiten auf Elite. Natürlich kann ich jetzt Alarmstufe Rot machen, aber das werde ich nicht machen. So sehr in Not bin ich nicht. Und zack, ich habe gewonnen. Tja, da anfangs. Jo, ist im Großen und Ganzen nicht schwer. Ich meine, ist ja ganz einfach gewesen. So. Aber was wir brauchen, ist die Natascha, um Yuriko Omega zu killen. So, wir haben jetzt diese Mörserbikes. Hätten sie nicht so viele Molotow-Cocktails geladen, wären sie diese aufgemotzten Bikes noch schneller. Ja, also. Mörserbikes sind nicht meine liebsten Dinger. Die sind, gehen schnell kaputt und sie einfach nur einmal angreifen, dann schnell weg. Nicht gerade mein liebstes Zeug. Tanja. Oh, Symphonie des Stahls, das Ding will ich unbedingt haben. Aber ja, yeah, Tanja, es interessiert mich auch im Moment. Wow, was sind das denn? Durch die fortsetzende Scharmützel zwischen den Alliierten erreicht, zwischen weiblichen Anführern und drei Seiten, verhält sich. Untereinander, wo wir im Stolzspiel stehen, sehen sie noch eure Regen halten. Sie und Nagre, wer sich als Siegerin herausstellt, sagen wir dafür sie. Das will ich mal gucken. Ich bin keine Lady. Ladies, falls Sie es nicht wissen, dies ist meine Also hier klappen jetzt alle Frauen gegeneinander. Sie können jetzt gehen. Wahrscheinlich auch alle mit Supereinheiten. Das kann ich nicht machen. Sonst wäre, naja, Tanja kriegen irgendwie ein bisschen witzlos. Hey Bücherwurm, haben Sie nicht ein paar Wälzer zu lesen? Weil irgendwie, ich weiß nicht. Das könnte, glaube ich, einfach so ein Gefecht werden. Wo alle gegen alle kämpfen. Ob sie mich verschonen, bin ich nicht so ganz so sicher. Nur weil ich gerade anwesend bin. Ich glaube, sie werden auch nicht schonen, mich anzugreifen. Das bezweifle ich einfach stark. Aber irgendwelche von den zwei werden schon verlieren. Und ich glaube, ich muss so viel... Ach Gott. Oh mein Gott, ey. Was nehme ich denn hier? Ist alles so Gurke. Stahlruinen, das Beste, was ich jetzt haben könnte. Lohnkampfrunde, das Reich, der aufgehende kaiserliche Kommando, einer der neuen Generäle. Das könnten wir auch hier mit unseren Dingern machen hier. Unseren Hubschraubern. Ist ja nicht nett. Eine wahre Augenfreude. Popelbarsen. Sie haben sich bis jetzt recht wacker geschlagen. Ich guck mal, was der hier überhaupt alles macht. An Verteidigung. Dann guck ich mal, ob ich den mal direkt als nächstes besiege. Bis zum nächsten Mal.